two, three, four. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. James Brown, ein unglaublich dynamischer Performer, das wissen wir alle. I got ants in my pants and I need to dance. Come on. Got ants in my pants and I need to dance. 1967 hatte ich das Glück, in das Apollo-Theater in Harlem in New York zu kommen und seine Show zum ersten Mal zu sehen. Er hat mein Musikverständnis auf den Kopf gestellt. Ich hatte damals zwar schon in München die Beatles und die Rolling Stones live gesehen, aber was James Brown auf der Bühne da ablieferte, das war unbeschreiblich. Und dann 2014 wieder an diesem Ort im Apollo-Theater die Weltpremiere der Lebensverfilmung von James Brown. Get on up. Der Groove ist dein Herzschlag. Wisst ihr, ich kann nie aufgeben. Wenn du aufgibst, gehst du rückwärts. Wenn man nie ganz unten war, wie will man dann hochkommen? Und ihn selbst traf ich in London zu einem Fernsehinterview. Und da hatte ich das ganz große Glück und die große Ehre, dass er mir das Du angeboten hat. Mr. Brown, your previous record recordings, they all seem to be like a very spontaneous jam thing. Okay. Really? Yeah. Thanks a lot. Thank Take you. It as a privilege and honor. Thank you. In Fort Lauderdale zum Beispiel wurde ich Zeuge einer sehr bizarren Situation. Ich wurde von ihm noch eingeladen, nach dem Konzert in die Garderobe zu kommen. Und da sah ich, wie er die Abendkasse sozusagen selbst nachrechnete und die Geldscheine zählte. Er nahm eine Pistole aus der Tasche, legte sie daneben, um auch zu zeigen, wer Herr im Haus ist. Und dann war er auch gleich für die Umverteilung des Geldes verantwortlich. Er zahlte nämlich gleich die Disc-Jockeys, die ihn unterstützt haben für diese Show, persönlich aus. Das hat sich gezeigt, dass James Brown nicht nur ein Riesenperformer ist, sondern auch ein gewitzter Businessman.